Lass sie diese Kacke suchen. Jetzt machen wir es nach Reihenfolge. Erst den Fisch, dann das S und dann das X. Okay, erst den Fisch. Fischi, Fischi, Fischi. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. So. Wo ist hier das X? Hat jemand ein X gesehen? Da oben. Wie jetzt? Es zählt nicht. Ich will mich komplett verarschen. Ist ans Tor ran oder was? Was sind das vielleicht? So. Okay, haben wir das geklärt? Hier geht's ja gar nicht weiter, oder? Doch. Was ist das für ein Geräusch? Hm. Macht so komische Geräusche. Keine Ahnung warum. Und ich habe auch ehrlich gesagt gerade keine Ahnung wohin. Das X haben wir. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht wirklich alle da hinten. Wirklich alle hier durch. Hier, guck mal, damit. Weil da kriegen wir auch ein S raus. Da. Aber es scheint nicht richtig zu sein. Hier sind auch nicht diese roten Zeichen. Das verwundert mich genauso. Ich weiß auch nicht wohin. Wohin, wenn nicht hier? Kann mir das jemand sagen? So, da komme ich nicht durch. So, dann bist du hier noch irgendwo lang. Was hatten wir? However you come to the gold-covered bridge that leads to Hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business.
The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hel to join her slain love Sigurd. And his child. Ja, da kommt er einfach mal eine Treppe. Genau, deswegen hat das auch so komisch gekrieselt. Okay. So, ja, dann gehen wir da hoch und gucken von oben. Da wird ja wohl der Winkel stimmen. Hoffe ich, denke ich, gehe ich von aus. So, gib mir mal das S. Da ist das S für Secret. Und jetzt brauchen wir noch die Kaulquappe. Nee, da will ich nicht gerade runterfallen, aber guck mal. Voll die Wikinger-Schiffe hier. Finde ich irgendwie ganz geil. Nee, da lang bitte. Aber ich habe die Befürchtung, es geht nicht mehr so lange. Wir spielen das jetzt circa 3 Stunden. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Aber dennoch bin ich sehr, sehr gespannt, was uns am Ende erwartet. Oh, Senua. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Okay. Das heißt, hier habe ich das Gesicht gesehen, aber mehr bringt mir das auch nicht. Das war so ein verstecktes Feature. Aber immerhin haben wir es gefunden. Gefunden ist gefunden. So. Dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Brauchen noch diese Kaulquappe. Den Fisch. Den Fisch. So. Ah, nach oben. Das heißt, wir haben alle. Und das wiederum heißt, wir kommen über die Brücke des Todes. Warum kann man hier noch hin? Ist das eine Abkürzung? Ah, da macht man die Dings auf. Ich verstehe, da macht man die Tür auf. Und man hört noch eine kleine Story. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls. High are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh. And her face, menacing and grim. Geil, habe ich doch gerade gut abgepasst mit Tür aufmachen, oder? Das hat genau zum Sprecher gepasst. Das funktioniert nicht, der würde durchrutschen. Ich bin mir auch nicht sicher, wenn die einen Stock im Arsch haben, der würde auch bis nach unten durchrutschen, gehe ich davon aus. Guck dir mal die Atmosphäre an. The gate is opening. Who is it? Mach Fokus. It's coming. That song again. Is it? It's Hela. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. What the fuck? Ein Riesenbaby. I'm sorry. I can't watch this. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this.
Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. She's good. She's good. Get up. Get up. Get up and fight. Round one. Schwert gebrochen. Das Schwert. Hell is reaching deep inside of her. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's a curse. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. You failed. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just do like it, your sword. Do it. Come on. Dare. Alter Falter. Falter, Alter. Why go on, when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. A song. It's not real. It's a trick. It's not real. It's real. Listen to it. She can't give up. Delia. It's not like this. It can't be. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in yourself? Okay, das heißt, wir sind jetzt auf uns alleine gestellt, haben keine Waffe und jagen wie eine Motte dem Licht nach. Aber was war das denn bitte für ein krasses, großes Riesenbaby? Halb Schatten und halb Mensch. Crazy. Aber was ich krass an dem Spiel finde, was einen dicken, fetten Pluspunkt verdient hat und auch einen fetten Daumen nach oben. Das Spiel, ohne es böse zu meinen, ist wie ein Autounfall. Es ist schrecklich. Aber man kann nicht weggucken. Also man will unbedingt wissen, wie die Kacke weitergeht. Das ist so heftig. Und mit schrecklich meine ich nicht, dass das Spiel schlecht ist, sondern man will halt einfach wissen, wie es weitergeht. Das ist so heftig. There it is. You're imagining things. It's Dylan.
you keep going? How could you keep going? Ignore the pain. I told you. It was to trick you. I told you. Where are you going? Ich weiß nicht, ob ich rennen sollte. Die bricht dann nämlich immer wieder zusammen. Wenn ich normal laufe, bricht sie nicht zusammen. Wir laufen mal normal. Oder auch nicht. Ja, sie kann ab und zu rennen. Bevor sie ihn zuerst kennenlernte, war sie nicht in einem guten Platz. Just a teenager, aber nicht wie die anderen. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbel, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs, errands out in the Orkney Plains. That was her world, like this one, barren and lonely. Die haben sich auch mega Mühe gegeben. Was ist das da hinten? Seht ihr das links? Was da oben runter geht, da das ein Schiff war. Das ist der Kopf von einem Schiff. Die haben sich auch mega Mühe gegeben, finde ich, mit den Locations. Wenn man sich das hier so anguckt. Ich finde, das ist alles mega stimmig. Und macht mega Spaß anzuschauen. Ich weiß, ich soll da hoch, aber warte mal. Ich will mal gucken, wo sie hier hinten dauert. Ah, siehst du? Hammer. The Muddy, Smutchen. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go. And let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home. It does not ask you to swim against it. Okay. Aber es sieht uns doch ähnlich, immer gegen den Strom zu schwimmen. Also von daher sehe ich gar nicht ein, mich treiben zu lassen. So, da oben ist wieder das kleine Lichtlein. Nicht mal du, es ist zwecklos. Forget it. Wir überleben hier. Der Baum der Weisen. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Sigir, wants it, but Sigmund refuses it. So King Sigir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast. When they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Sigir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Der gute Siggi. So, jetzt muss man wieder Buchstaben finden. Buchstabensuppe. Okay, dann ab zur nächsten Buchstabensuppe. Was haben wir diesmal?
Langsam ist sie wieder fitter, sie kann wieder mehr rennen. Immer schön neben den Pfützen, dann kriegen wir keine nassen Füße. Doch keine Buchstabensuppe. Am See. Okay, dann lass uns doch wieder runter. Da müssen wir ja wohl. Aber wie haben wir das nochmal aufgekriegt? Das war doch immer mit Buchstaben, dachte ich. Bisschen Leid kann sie ja mehr tun, wenn sie die ganze Zeit so rumstöhnt und nicht mehr kann. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt auch eine Waffe her? Wenn jetzt ein Gegner kommt, dann sind wir mega am Arsch. Haben wir das schon angehört? Nee. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a serpent to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Okay, was passierte, als die Wölfe wiederkamen, weil er Honig im Gesicht hatte? Keine Ahnung. Vielleicht mögen Wölfe Honig nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt nicht lang. Okay. Jetzt will ich aber noch die Auflösung wissen. Lasst mich nicht dumm sterben. Day after day. Watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance. Wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. It's a trick. It's an illusion. It's not real. Do you really believe it's real? You want to believe it's real, but it's a trick. Licht. Ja, so ist schon viel schöner. Guck mal, wir sind wieder sauber. Überall Blümchen, Sonne scheint. Lalala. Ein paar Strohhütten. See the world through eyes anew. And dance with it. Just like he does. Ich komme, Liebster, ich komme. Mach deine Arme auf und empfange mich mit all deiner Liebe. Oder auch mich? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Liebster? What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not... I don't leave home much. Oh. Senua's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Come and watch. And bring your sword.
You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day Northman took him from her. Senua knows that there's no going back to how things work. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So we must carry his vessel to bring him back home.